Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin gerade Wildkräuter sammeln und wollte euch heute ein besonderes Wildkraut vorstellen, was uns nur wenige Monate bzw. Wochen im Jahr zur Verfügung steht. Heute stelle ich euch das Scharbockskraut vor. Und Scharbock, das ist ein altertümlicher Name für eine damals bei den Seefahrern gefürchtete Krankheit namens Skorbut. Skorbut ist eine Krankheit, die durch Vitamin C-Mangel hervorgerufen wird. Das Scharbockskraut, das wächst bevorzugt an feuchten Standorten, die gut mit Nährstoffen versorgt sind. Die Heilwirkung von Scharbockskraut liegt vor allem daran, dass sie einen enorm hohen Vitamin C-Gehalt haben. Dann reinigen sie das Blut, bringen den Stoffwechsel in Trab und vertreiben die Frühjahrsmüdigkeit. Und das Beste daran ist, das Scharbockskraut könnt ihr kostenlos in der Natur finden. Los geht's! Das Scharbockskraut gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse. Die Blätter sind herz- bis nierenförmig und glänzen leicht. Das Scharbockskraut enthält viel Vitamin C. Es schmeckt frisch, säuerlich, leicht scharf, leicht bitter. Aber bei den jungen Blättern ist das alles noch in milder Form. Ich empfehle das Scharbockskraut, also nicht zu viel davon zu verwenden, denn es enthält ein leicht oder ein schwach giftiges Alkaloid, das aber in den jungen Blättern relativ unbedenklich ist, wenn man es nicht in Massen isst. Am besten sich mit diesem Wildkraut vorsichtig vertraut machen, kleine Mengen pur probieren und intensiv kauen. Also für einen grünen Smoothie ist das Scharbockskraut nicht geeignet. Ich empfehle es wirklich pur zu essen, aber ihr könnt euch damit wunderbar im Frühjahr mit Vitamin C versorgen und euren Stoffwechsel auf Trab bringen. Das Scharbockskraut blüht dann im März goldgelb und die Blüte des Scharbockskraut leitet dann auch das Ende der Erntezeit ein, also dann sollte das Scharbockskraut nicht mehr verwendet werden, denn mit der Blüte beginnt die Pflanze in die Stiele und auch in die Blätter mehr Giftstoffe einzulagern, welche dann die Schleimhäute, also von Magen und Darm vor allem, auch reizen. Und deswegen gibt es nur eine kurze Zeit jetzt im milden Winter bzw. Frühjahr, wo man dieses sehr Vitamin C-haltige Wildkraut genießen kann. Übrigens wird dieses schwach giftige Alkaloid durch Trocknen unschädlich gemacht. Man kann sich also auch wunderbar einen Tee aus getrockneten Scharbocksblättern zubereiten und der regt dann zum Beispiel von innen den Hautstoffwechsel an. So, das war's wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Informationen über das Scharbockskraut weiterhelfen. Schaut doch mal bei euch, ob ihr bei euch in der Nähe, in der Natur, das Scharbockskraut findet. Und denkt dran, in kleinen Mengen ist dieses Scharbockskraut super verträglich. Am besten wirklich nicht in den grünen Smoothie mixen, sondern wirklich pur essen und wirklich richtig gründlich und intensiv kauen. Lasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Silke.